pack jetzt meine Sachen endlich schön. Okay, die Unterhose wird nass. Oh, leck mich mal. Das ist jetzt schon so ziemlich der Endgegner. Davor. Das mal an. Oh Mann, ey. Aber wir sind. Einfach rüber und dann nach oben runterspringen. Ja, komm ich los, auf geht's. Ja, okay, ich krabbel mal durch. Ich könnte mal meine Handschuhe jetzt verwenden. Ja, da könnte ich mir auch meine Jacke fast anziehen. Ja, da ziehe ich meine Handschuhe an, garantiert. Loggen aus dem Gebüsch. Scheiße. Ja, wir kommen jetzt gerade nicht so zügig voran. So, da muss ich jetzt noch durch. Alter. Und das sind halt alles Dornen. Das sind halt alles Dornen. Ja gut, ich habe die Krabbeltaktik dadurch gemacht. Und die verwenden die krasse Taktik von oben. Alter. Also ne, das ist jetzt schon so ziemlich der Endgegner. Also mal das Ding nach vorne. Ja, nach vorne, aber sonst reißt so? Ja. Oder du ziehst. Einfach mal fest. Ja, ja, du kannst in deine. Ja, lass es, Christian. Achso, es hängt voll fest. Oder rechts? Überall, überall. Ah, ne. Das ist das. Danke. Das habe ich gemacht. Boah, die sind vor allem lang, diese Dornen. Man sieht den Christian halt nicht mal. Ich bin unten durchgerutscht sogar. Ja. So habt ihr gemeint, ja, das wäre vielleicht auch gut. Top. Ich wollte nur sagen, man fühlt sich so bescheuert, wenn man eigentlich parallel zu einem gut geschotterten Weg läuft. Und wir laufen halt einfach hier lang. Das ist ein bisschen bescheuert. Aber naja, jetzt geht's weiter. Wir sind bald in Sourceberry. Beim Pferdehof kommen wir ziemlich vor der Haustür vorbei. Müssen wir mal schauen. Hoffentlich queren wir keine Pferdeweiden. Wir kommen einigermaßen gut voran. Wenn nicht diese fetten Gebüschanwucherungen immer zwischen den Feldern wären. Weil die ziehen halt ganz schön Zeit und es ist halt echt widerlich, da durchzukriechen. Was vielleicht auch noch ziemlich nervt und gar nicht rauskommt, sind die ganzen Spinnenweben, die man durchläuft. Muss man alle 20 Meter mal sein Gesicht abwischen. Hier ist Sansbarei, hier ist die Koppel. Und das sind Pferden. Exakt, da hinten das Schloss oder beziehungsweise die Burg. Ich weiß gar nicht, was ist das genau? Irgendwas Schönes. Könnt ihr euch mal anschauen. Und wir laufen jetzt genau am Eingangstor da vorbei. Straight line mäßig. Mir geht's gut. Meine Beine machen nicht schlaff. Sehr gut. Die Füße sind gut, sind zwar nackt von der ersten Minute an, ja. Aber ich bin gut dabei. Und ja, langsam habe ich ein bisschen Hunger, aber so von der Müdigkeit, keine Müdigkeit vorschützen, würde ich immer sagen. Christian, wie geht's dir? Perfekt. Perfekt. Die Füße sind nass und so, aber... Ja, man muss dazu sagen, der Christian macht die Vorführarbeit. Deswegen ist jetzt seine ganze Hose am meisten nass, würde ich mal sagen. Schuhe und die ganzen Spinnenweben. Und ja. Wir sind halt alle kleiner und dann werden die alle schon aufgesammelt von uns. Das ist nicht schlecht. Wieso legt man sowas hier hin? Warum sollte man hier drüber tragen? Boah, cool, Christian. Und dein Stunt? Komm her, jetzt deiner. Wo würdet ihr durch? Entweder links durch die Haselnüsse mit den starken Stämmen, Christian Welt Variante 1, durch die Variante 2 mit den Dornen, ja, wird aber ziemlich eng und ich weiß ja auch nicht, wie er durchkommt, oder Variante 3 bei der Birke, Manu testet noch. Ja, hier gibt es natürlich mehr Lücken, allerdings gibt es da hinten auch viele Dornen. Ich glaube, Variante 1 ist die beste. Wir gehen da durch. Hast du den Insta-Kanal mit dem Video gestellt? Ich
Fail Army dann. Naja, das ist schon cool jetzt. Jetzt haben wir gleich Bonsees erreicht. Es ist vor 12, es ist halb 12 erst. Jetzt müssen wir halt überlegen, was wir machen. Entweder fahren wir jetzt halt direkt irgendwie mit dem Bus heim oder so. Oder wir ziehen es gerade durch und laufen bis Bamberg. Das ist halt schon nochmal ein ordentlich weites Stück. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie wir weitermachen. Ja, wir hatten noch nicht mal die Hälfte. Oh ja. 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 Baumfeld. Eigentlich sollte es jetzt da durchgehen, aber wir gehen jetzt ein bisschen darüber, weil da kam gerade ein Mann raus und der hat uns ziemlich böse angeschaut, würde ich mal sagen. Und der Christian hat gerade gesagt, so, wir müssen jetzt da nicht lang. Und jetzt sagen wir gehen da. Ja, komm, da können wir jetzt schon durch. Hinter dem, okay, von mir aus. Da ist, wo uns ist. Könnt ihr auf dem Schild sehen. Geil. Ja, dann sehen wir mal, wie du ins Wasser fällst. Und gleich nochmal der Zeitfluss. Oh, scheiße, sind da viele Brennnesseln. Ja, aber das sind genau die 3 Meter, die wir eigentlich nicht dran schaffen. Ja. Das könnte man schon schaffen. Doch, ich spring garantiert. Ich nehme den Anlauf. Ein bisschen links, rechts. Anlauf. Stopp. Ich möchte mal aufdrücken. Verdammt. Warte, das ist richtig weit. Okay. Das ist richtig weit. Okay. 5 Meter. Jetzt bin ich der einzige Loser, der da reingesappt ist, oder wie? Ja. Let's go. Sauber. Ich möchte das jetzt nochmal hier festhalten. Also, mein Sprung. Ich bin gut abgesprungen, aber bin hier gelandet. Und vor allem das Geräusch auch. Und schaut euch mal das an. Ich bin da, das ist alles abgebrochen. Das ist alles reingerutscht quasi. Dann bin ich schön flach. Witz hier rein. Ausgeklügelte Taktiken, wie es weitergeht. Ja, wir haben einen richtig breiten Weg. Also wir haben das größte Glück aller Zeiten. Hier ist genau eine Tür. Exakt durch die Tür verläuft die Linie. Und da hinten ist eine Treppe, die wir nehmen können. Also besser geht's ja gar nicht. Jetzt gibt es erst mal ein bisschen was zu essen. Wir sind jetzt in Bonsees. Als wir die Hauptstraße runtergelaufen haben, beschlossen, wir gehen kurz zur Bäckerei. Das war auch geplant. Und dann gehen wir exakt zu dem Punkt zurück. Und dann geht es weiter, die Straight Line. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir noch ein bisschen weiterlaufen, also nicht in Bonsees aufhören. Aber auch nicht mehr bis Bamberg laufen. Das ist, glaube ich, zu weit. Wir würden dann so zwischen 10 und 12 Uhr nachts ankommen. Und es ist halt sau dunkel. Und wir würden uns dadurch irgendeine Dornenhecke drängen müssen und zwängen müssen. Oder über den Fluss springen, wie gerade eben die Aufnahme. Dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr so toll. Genau. Deswegen ca. 25 bis 30 Kilometer ist unser Ziel. Wir verlassen die Zivilisation und gehen auf unseren Wegen weiter. Hier ist der Eingang. Jetzt bauen wir wieder den Schnitt aus. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Stunde in Bonsees Pause gemacht. Schutzbrille ist natürlich am Start. Und die ersten Probleme sind da. Da ist ein Haus. Ja, würde ich sagen, laufen wir an der Mauer entlang, oder? Viel mehr Möglichkeiten haben wir gar nicht. Ja. So eine Scheiße meinen wir übrigens zwischen den Feldern. Das ist einfach nur super dichtes Dornengewucher. Das ist der Endgegner. Das ist wirklich der Endgegner. Ja, sowas lieben wir. So,
So, wir haben natürlich hier schön links einen Weg, rechts einen Weg, unterwegs. Da, eindeutig, am Eingang erkennbar. Einfach gerade durch. Okay, okay. Das ist richtig krass, wir laufen hier gerade zwischen zwei Stromzäunen durch. Da sind ein paar Esel. Der Weg führt jetzt da lang. Shit, wir müssen da durch. Ja, machen wir, oder? Ja. Wirklich jetzt? Ja. Ja. Guckst du, was die tun, wenn wir reingehen? Hm? Was tun die, wenn wir da reingehen? Ich hab noch keine Erfahrung. Nein, Michel. Ja, was? Das geht gar nicht. Jetzt nochmal gut erklärt. Unsere Route geht jetzt so schräg runter. Das Problem ist, da hinten ist ein Abhang, den kennen wir, weil wir da schon unten oft mal entlang gelaufen sind, bei der 100-Kilometer-Wanderung zum Beispiel. Das heißt, der Christian schaut jetzt mal vor, ob wir da runterkommen, ansonsten müssten wir da echt vielleicht ausweichen. Das ist ein Eselflüsterer. Nee, also Christian sagt jetzt, es ist keine Chance da hinten. Ja, ja, scheiße, müssen wir halt echt eine große Abweichung machen. Ja, und da, Christian, hast du da alles gar nicht? Ich würde wirklich über die Straße gehen. Leider eine schlechte Nachricht. Wir gehen jetzt hier wieder zurück, da hinten sind die Esel. Der Hang ist halt viel zu steil. Ich kann es gleich unten nochmal zeigen, wie steil er wirklich ist. Christian sagt keine Chance und wenn der sagt keine Chance, dann glaube ich das auch mal, weil der würde da bestimmt runterklettern. Hier wäre es jetzt runtergegangen irgendwo. Da. Bei dem schönen Überhang. Ja, ist schon, also, naja. Ich glaube, das ist schon relativ unmöglich. Dafür werden wir nicht bezahlt. Jetzt geht es aber hoffentlich wieder auf der Route weiter. Ja, also ganz unmöglich würde ich sagen, ist es nicht. Einfach runterspringen, aufs Dach abrollen, weiter und hier abrollen. Ja, das ist ziemlich widerlich gerade. Da unten ist ein kleiner Dorfbach. Manu, jetzt bist du wieder dran. Hey, ich finde, ich habe die beste Taktik vorhin angewandt. Einfach mit dem kompletten Körper in die Brennnesseln springen. Ja, schnell durch einfach. Das sind nicht 5 Leute, aber ich glaube, dass wir das mal durch. Ja. Das ist ja schon richtig komisch und gesund. Los, jetzt schnell durch einfach. Ja, und? Ja, also es wird jetzt sehr warm, hatte Manu gerade gesagt. Man schwitzt viel mehr und wenn man dann den Berg aufstapfen muss, ist schon echt sehr anstrengend. Jetzt haben wir gerade Krögelstein eigentlich mehr oder weniger passiert. Die letzten Häuser sind hier noch. Das ist ein sehr dunkles Kapitel gewesen. Das heißt, wir mussten sehr viele Umwege gehen. Da waren manchmal Zäune, die waren halt 1,50 oder so. Oder Häuserreihen aneinander, da ist man halt überhaupt nicht durchgekommen. Ihr könnt froh sein, dass es noch diese Aufnahme gibt. Die Kamera gerade eben verloren. In so einem Gestrüpp. Natürlich sehr schlimm. Es gibt fast nichts Schlimmeres als hier durch diese Dornen und Rosen und Himbeeren, Waldhimbeeren zu laufen. Und dank diesen Helfern habe ich sie wieder. Die gute Kamera. Vielen Dank. Wir haben mittlerweile schon über 20 Kilometer. Und seitdem ich die Kamera verloren habe, hat sich auch nichts geändert. Ist alles noch sehr struppig. Also es gibt echt krass unterschiedliche Wälder. Aber jetzt ändert sich's gerade. Schaut, der ist jetzt herrlich. Ja, obwohl so herrlich ist er auch nicht. Diese ganzen Tannen und so, die sind auch ziemlich scheiße. Arbeitsschutz wurde natürlich jetzt angelegt. Jacke, Sonnenbrille. Aber es ist natürlich trotzdem sehr warm dann. Jetzt geht's nochmal so gute 4 Kilometer durch den Wald. Also Wald ist schon ziemlich ätzend, muss man sagen.
Über Felder kommt man relativ zügig, aber Wald hält einen, besonders bei so einem Gestrüpp, schon sehr auf. Da raus! Da eben rein! Was machen wir hier? Hört's auf! Es endet einfach nicht. Es ist so widerlich hier durch die ganzen Tannen. Alles juckt, kratzt. Also man muss schon sagen, jetzt langsam ist der Wald ein bisschen ätzend. Mit den ganzen Tannennadeln, die hier überall reinrutschen. Hinten in den Rücken, in die Schuhe. In die Hose oder so, und es juckt halt unglaublich. Also gerade ist schon nicht so schön. Wir haben mal wieder einen Weg erreicht. Wir können ja wieder 10 Meter gehen, bevor es da wieder schön reingeht. Das ist eine Scheiße, ne? Also die zieht mir eine Jacke an. Mann, ey. Das ist so ein Müll, schau das doch mal an. Oh Mann, ey. Den ist das so ein Abbruch. So ein scheiß Nadelzeug, ey. Ja, es ist halt, das ist halt wirklich. Und dann schwitzt man noch so, gell? Das, und die Mischung macht's, ne? Und langsam ist es auch ein bisschen anstrengend. Ja, so nee, muss ich sagen. Scheiß Nadelzeug. Hier fühle ich mich wohl, da geht's rein. Oh. Da regnet. Wieder regnet. Oh, der Kriecher, den mache ich jetzt auch. Also wenn man eins mit der Natur werden will, dann muss man hier vorgehen. Der Erste, der kriegt noch mal eine extra Portion Natur ab. Und wir leben die Natur gerade richtig. Der Manu fühlt, seht ihr es? Im Gesicht. Er fühlt die Natur. Genieß es, Manu, gleich geht's weiter. Und los! Der Christian weiß schon gar nicht mehr, was Zivilisation ist. Ach du Scheiße. Also, das kann man nicht. Wir marschieren mal in einer schönen Reihe. Jetzt haben wir ungefähr 24 Kilometer schon. Zwei Folgen noch. Unser Ziel ist jetzt in Treunitz. Und dann gehen wir am Schluss nochmal in der Wiesent baden. Und dann werden wir auch abgeholt. Also alles perfekt. Den schrecklichen Wald haben wir hinter uns gelassen. Also zwischenzeitlich war es wirklich widerlich. Ja, man hat sich quasi von Nadeln ernährt in dieser Zeit. Wenn man überhaupt atmen konnte mit den ganzen Nadeln. Dann hatte man Glück. Nee, so schlimm war es jetzt auch nicht. Allgemein, sobald so ein Weg kommt und den Wald trennt, können die Wälder komplett unterschiedlich sein. Auf der einen Seite ist es voll zugewuchert mit Tannennadeln und sonst irgendwas. Und die andere Seite ist zum Beispiel wie hier. Einfach richtig schön Laubwald mit richtig viel Abstand zwischen den Bäumen. Nichts dazwischen. Da kann man halt echt gut Kilometer machen. Es gibt aber echt immer wieder neue Wälder zu entdecken. Immer wieder eine ganz neue Art. Diesmal ist es ein Birkenwald. Sehr interessant. Die peitschen schön ins Gesicht. So eben wurde durchgesagt, 300 Meter nur noch. Das heißt, die Qual hat bald ein Ende. Es ist so verdammt warm, aber wir rennen, aber wir rennen hier alle mit Pulli und langer Hose rum. Wir schmeißen uns jetzt alle so in den Bach rein. Schau mal, geil. Schau mal,
diesen scheiß Schuh aus. No. So auf! Wir sind durch, wir sind durch. Wir müssen dann aber noch mal laufen. Yes! Straight Line abgeschlossen. Ah, boom! Glückwunsch. Sehr stark. Hey, wir sind durch, wir haben die Wiesen erreicht, ihr habt es gesehen. Ungefähr 26 Kilometer waren wir jetzt unterwegs in 10,25 Stunden. Also ich würde sagen, man kann es so stehen lassen, gell? Also ich finde, wir sind doch relativ zügig vorangekommen, aber ist natürlich noch ausbaufähig. Schon eine richtig leckere Farbe. Die sind 25 Kilometer. Schon mal, das ist richtig so schaumig. Das ist wirklich widerlich, Christian. Oh Mann, ey. Der erste sitzt. Der zweite liegt. Oh, ich fühle mich jetzt so lange, bis ich mir richtig arschkalt bin. Oh, meine Füße sind aber schon arschkalt. Ja. Ohne jetzt deine Beine wieder komplett einzudrecken. Das ist klar, ich brauche was damit. Das ist unmöglich. So, Treunitz erreicht. Tour ist beendet. Yeah. 25,5 Kilometer ungefähr. Genau. Würdet ihr es wieder machen? Was war cool, was war schlecht? Es war schon ganz cool, aber ich weiß nicht, ob ich es wieder mache, weil es ist ja schon relativ unnötig. Es waren sehr viele witzige Situationen dabei. Ja, das stimmt, lustig war's. Aber auch sehr viele anstrengende und ganz komische und unnütze Sachen. Insgesamt sehr geil. Wir sehen uns dann im anderen Video mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Ciao, ciao.